Hi liebe Leute, heute bei BikenTV ein Fahrtechnik-Video. Es geht wieder um Themen, die viele von euch interessieren. Und jetzt bei dem Wind, leider fehlt mir gerade das Ansteckmikro. Das funktioniert einfach nicht, ich weiß nicht warum. Deswegen muss ich halt gucken, dass ich laut spreche. Das Mikro ist nämlich auf der Kamera drauf. Da kann man das noch gut abfilmen. Wheelie, Manual. Wie kann denn der Wheelie, wenn man sich den schon antrainiert hat, dem Manual lernen schaden? Und wie kann man das beheben? Das möchte ich jetzt mal kurz zeigen. Fehler, die Wheelie fahren, fangen an mit dem hinteren Finger zu desieren. Das ist beim Wheelie ganz normal und richtig und wichtig so. Das heißt, man wird immer schneller beim Wheelie, man lehnt sich zurück, pedaliert noch, merkt, wenn das Vorderrad runtergeht, pedaliert man mehr, lehnt sich mehr zurück. Wenn man schon zu weit hinten ist und droht nach hinten zu kippen, dann fängt man an, die Bremse leicht schleifen zu lassen. Das ist gut und richtig so, kann man schön lange Wheelies machen, in der Ebene, auch Backup. Und dann merkt man, das Vorderrad ist so ein bisschen, wackelt manchmal. Von außen sieht man das, wenn jemand mit der Bremse dosiert, dann ist das Vorderrad manchmal so leicht unruhig. Jetzt kann man vielleicht schon den Wheelie und will den Manual üben. Dann ist es so, beim Manual ist man ja nicht fix auf dem Sattel, sondern man kann sich bewegen und kann das Fahrrad unter sich bewegen. Dann ist es wirklich so, dass man die hintere Bremse nur als Notanker hat. Und dieses Austarieren, diese Float Zone, diese Sweet Point Zone, wie man es auch nennen will, dass man halt schöne Manual ist, das macht man mehr aus dem Bein, aus dem Körper und die Bremse lässt man nicht schleifen. Jetzt kann es aber passieren, dass man, und das hatte ich viele Jahre und habe es immer noch, wenn ich nicht bewusst darauf achte, dass man einfach quasi den Manual startet, dann ist man in der Manual-Position und anstatt jetzt aktiv zu werden und das auszutarieren, fängt man an, den Wheelie-Finger zu nutzen. Schleift ein bisschen, so, dann ist man quasi in der Manual-Haltung, aber macht wie beim Wheelie den Sweetpoint, hält man eher über das Dosieren der hinteren Bremse. Genau, und ja, das ist dann halt schade, weil man wird dann immer langsamer, es ist unruhig, sieht nicht so stylisch aus, ja, und ist auch einfach nicht so spaßig und nicht so cool. Und ja, man kann bewusst darauf achten, das möchte ich euch mal zeigen. Und zwar, wenn man merkt, man fängt wieder damit an, dass man dann bewusst sagt, Beine, Beine, pushen, pushen, oder sich so halt vor sich hin flüstert, dass man den Finger nur parat hat und nicht die ganze Zeit schleift. Also positiv das formulieren, was man gerade machen will. Und das ist im Grunde dieses Austarieren aus den Beinen. Wer das noch nie gemacht hat und auch beim Manual üben ist, kann natürlich auch hingehen und es mal so beim Rollen machen, dass man mal dieses Gefühl kriegt dafür. Ja, und dann wird man merken, es ist einfach geschmeidiger beim Manual, dass man nicht immer so diese kleinen Stopperle hat durch dieses Bremsdosieren. Und es ist vom Feeling auch oft so, dass das Vorderrad nicht ganz so hoch ist. Fühlt sich dann eher so an wie auf einem BMX und nicht wie bei einem Wheelie, wo das Vorderrad extrem weit oben ist. Muss aber nicht so sein, das kann variieren. Dann kann man sich so eine Straße nehmen und versuchen, längere Manual zu machen. Guck mal da, Junge. Manual und dann. Also hier wäre der Manual und dann kommt die Bremse, Bremse, Bremse. Da kam die Bremse, aber nicht genug. Gut, dass ich gute Reflexe habe. Ja, das wäre dann halt dieser Manual mit Wheelie-Bremsfinger. Und jetzt zeige ich mal den anderen. Also, und dann mehr mit den Beinen, mit den Beinen. Genau. Ein noch. Ich schneide mal ein paar Manuals rein, die ich hier gefilmt habe mit meinem anderen Fahrrad und mit meinem EMTB. Dann seht ihr mal, es geht mit beiden. Ja, und dann schreibt mir in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Habt ihr erst den Wheelie gelernt und habt ihr da diese Bremsfinger gewohnt, mit dem Manual genommen? Ich habe schon Leute gehabt, die ich über die Jahre dann immer noch verfolgt habe, die bei mir Kurse gemacht haben, die konnten erst den Manual, haben den echt schön geübt und haben dann aber auch angefangen mit Wheelie zu üben und haben auch angefangen, auf einmal diese Wheelie-Gewohnheit mit in den Manual zu nehmen. Was natürlich wieder diese unsauberen Manuals verursacht. Genau. Also, kann der Wheelie dem Manual schaden? Ja, wenn man diese Gewohnheit hat. Und
Beides ist aber okay. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch dieses aus den Beinen zu trainieren, dann machen die Manuals auch noch mehr Spaß. Und für die Könner unter euch, ihr könnt dann auch vielleicht auf eine Box drauf springen und im Manual weiterfahren. Durch Spacing kann man dann machen, wenn man da diesen sauberen Manual beherrscht, der nicht immer nur auf dem Bremszusieren fundiert, sondern aus der Bewegung, aus den Beinen. Und man hat auch immer mehr das Gefühl, dass man mehr aktiv ist, mehr Pilot ist. Und wenn du merkst, Vorderrad kippt runter, gibst du hier noch mehr mit den Beinen. Genau. Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Und ich möchte noch ein paar deine Manuals zeigen, dann wisst ihr genau, was gemeint ist. Dann gibt es diese Mischversion, dass man eine Zeit lang kappt und gut, dann kommt wieder der Finger, habe ich jetzt gerade mal gezeigt. Was ihr merkt, je besser es geht, wenn man eine leichte abfallende Straße oder so hat, wenn man das mit dem Finger weglässt, also der ist nur Notanker, und man macht das mit den Beinen, man wird auch schneller. Also dieses Finger-Dosieren macht einen immer langsamer. Daran kann man es auch gut merken, welche Gewohnheit man gerade hat. Was ich vielleicht noch aus Erfahrung erzählen möchte als Trainer, ich hatte schon Teilnehmer, total interessant, die haben zuerst den Manual gelernt. Ich habe den über die Jahre immer wieder gesehen, dass, boah, wie gut die den Manual jetzt gelernt haben. Und dann fingen sie an, Wheelies mehr zu machen und Wheelies, Tricks und alles Mögliche. Und auf einmal haben die dann den Finger vom Wheelie-Fahren mit dem Bremsen in den Manual wieder mit reingepackt. Und anstatt dann in Bewegung zu bleiben, haben die einfach so eine Position im Manual gehängt und den Rest wieder mit dem Finger gemacht. Also ganz interessant, dass die quasi, obwohl sie den Manual vorher konnten, dass dann nachher trotzdem noch die Gewohnheit bekommen haben. Ja. Ich will das auch nicht verteufeln, guck mal, wie ihr das macht. Und wie gesagt, wenn man so Manuals macht und man möchte die einfach smoother einfach rollen oder man möchte die quasi irgendwo drauf springen, auf dem Hinterrad weiterlanden und ihr kennt ja die ganzen Könner-Moves, dann ist es halt wirklich schöner, wenn man das mit den Beinen, mit der Bewegung macht und nicht immer nur mit dem Bremsfinger. Thank you.